Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlauts-Video. Diesmal aus Wuyuan County. Wir sind von Hanzhou vom neuen Westbahnhof abgefahren und haben uns in Likang inmitten des Countys ein kleines Hotelzimmer im Herzen des Ortes genommen. Wuyuan County gilt als eine der schönsten Landschaften Chinas. Es liegt im Dreiländereck von Jiangxi, Anhui und Zhejiang. In Wuyuan liegen viele gut erhaltene Dörfer aus alter Zeit, man sagt so um die 50. Bekannt sind vor allem Huangling, Likang, Wangkou, Xiaoqi und Jiangling. Wir haben die ersten drei davon besucht. Viele der Bauwerke stammen aus der Tang-Zeit, also so um 740. Wuyuan ist durch die Huizhou-Kultur geprägt. Ein auffälliges Merkmal dieser Kultur sind die Hui-Giebel. Es gibt rein theoretisch 5 verschiedene Giebelarten in China. Das ist nicht ganz so einfach. Dazu werde ich später mal ein anderes Video machen, weil das ist ein sehr interessantes Thema, aber passt jetzt hier nicht so ganz rein. Nachdem wir uns einquartiert haben, sind wir mit der Seilbahn nach oben in das Huangling Village gefahren. Man nennt das Dorf auch Ancient Village on the Cliff. Das lohnt sich vor allen Dingen im Herbst dorthin zu fahren, wenn die letzte Ernte eingeholt ist. Denn dann sieht man, wie die Leute dort Chili, Mais, Hirse, Süßkartoffeln und so weiter zum Trocknen auf die zum Teil 600 Jahre alten Dächer auslegen. Das ist ein sehr beeindruckendes und ja irgendwie auch herbstliches Farbenspiel. Das zieht übrigens auch viele Models und ihre Fotografen an. Die Häuser sind wie Schwalbennester an den Berg geklebt und das Dorf ist überall durch kleine Bäche mit trinkbarem Wasser zerteilt. Die Kletterei ist ein wenig challenging, vor allem wenn es regnet und die Stufen nass sind, so wie bei unserem Besuch. Was mir aufgefallen ist, dass vor allem Frauen, aber nicht nur, sehr fashion herumlaufen. Manchmal sogar mit Qipao oder Hanfu. Das ist vielleicht nicht sehr praktisch, aber passend einerseits und andererseits wunderschön anzuschauen. In Deutschland würde man an solchen Orten vor allem Menschen mit Hightech-Textilien und Neonfarben sehen. Ich habe auch echt niemanden mit Teleskopstöcken gesehen. Likang ist ein kleines Dorf mit alten Wohnhäusern im Ming- und Qinghui-Stil. Es ist doch relativ wenig kommerzialisiert, aber zieht zur Rapsblüte doch einige Touristen an. In Likang gibt es ziemlich viele Gassen zu entdecken mit kleinen Geschäften, manchmal Schnapsläden oder Teeläden und so weiter. Es gibt überall Wegweiser und im Grunde kann man sich da auch nicht verlaufen. Es gibt
unzählige Weinkellereien im Ort, die stellen interessante Spirituosen her. Manche heißen zum Beispiel Pfirsichblütenschnee oder Bambusblattgrün oder Noirrot oder grüne Teepflaume. Da kann man sich gerne mal durchprobieren. Richtig auffällig ist, dass unglaublich viele Kunststudenten zum Malen nach Likang kommen. Auf beiden Seiten des Flusses sieht man Malerinnen mit ihren Zeichenbrettern. Und mittlerweile gehören die auch irgendwie schon so ein bisschen zur Kulisse von Likang. Die Gasthöfe in den alten Häusern haben meist einen sehr hohen Standard und sind auch preislich eher höher angesiedelt. Das Dorf Wang Kao besteht seit mehr als 1000 Jahren. Es ist der Wohnort einer Gruppe von Menschen mit dem Namen Yu. Was ich vorhin vergessen habe, in Likang ist der Name Li vorherrschend. Während der Ming- und Qing-Dynastie prosperierte das Dorf unglaublich. Also man könnte eigentlich sagen, es war eine Stadt zu jener Zeit. Tausende von Handelsschiffen legten am Kai an, es gab unzählige Geschäfte und der Ort zog auch ausländische Kaufleute an. Davon merkt man heute nicht mehr so viel. Heute sind vor allem die alte Straße, die Yijing-Halle, die Mao-De-Halle und die Ahnenhalle von Yu die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Man ahnt noch ein wenig von dem alten Glanz und Gloria, wenn man durch die alte Straße wandelt. Wer sich für chinesische Geschichte interessiert, die kann man hier tatsächlich noch live inhalieren. Das wär's zu Wuyuan. Soweit und bis zum nächsten Mal.